Und damit mal wieder. Hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar heute nicht zu einem Set, sondern zu vier Sets. Und es wird noch besser. Und zwar gehören diese vier Sets zu einer Sluban-Reihe, zu der acht Sets gehören. Das heißt, es ist ein 8-in-1-Set der Space-Reihe von Sluban. Und wir haben hier schon mal die ersten vier Sets aufgebaut. Und wir reden heute mal darüber. Und zwar reden wir erstmal darüber, ob hier diese Einzelsets gut sind. Dann schauen wir uns in einem anderen Video an, wie die anderen vier Einzelsets sind. Und in diesem zweiten Video, was es zu dieser Reihe geben wird, schauen wir uns dann natürlich auch nochmal die gesamte Space Station an. Aber, wie gesagt, wir haben hier dieses Mal das Set 1 bis 4. Die 1 ist in diesem Fall dieses gute Stück, die 2 ist dieses gute Stück, die 3 das und die 4 ist dieses Set. Und wir reden, wie gesagt, darüber, was können die Sets einzeln? Kann ja sein, nicht jeder will eine ganze Space Station kaufen, sondern findet einzelne Sets gut, beziehungsweise ist da interessiert, weil es sind ja immer verschiedene Themen. Wir haben zum Beispiel ein Labor, ein Space Shuttle. Da gehe ich aber auf alles noch ein. Wie gesagt, auf jeden Fall haben wir in jedem Päckchen, das mache ich schon mal vorweg, immer diese Anleitung. Das ist so eine Off-Falt-Anleitung. Das ist jetzt hier vom ersten Set die Anleitung. Wie wir die von Sluban gewöhnt sind, ist jetzt nichts Besonderes. Gehe ich, wie gesagt, erstmal nicht großartig drauf ein. Außer ich habe jetzt irgendwas, was im Bau nicht so funktioniert hat, wo ich euch das mal zeigen muss. Dann haben wir, wie immer bei Sluban, diesen Werbezettel drin. Wenn du alle 8 Sets kaufst, hast du halt 8 Werbezetteln davon. Muss nicht unbedingt sein, aber wir kennen es. Es ist halt Sluban und dort wird das halt so gemacht. Ich kann es nicht ändern. Ist leider im Endeffekt viel Papiermüll am Ende. Das erste Set ist die Space Station Apollo Spacecraft. Das ist die Setnummer M38B0731A. 67 Teile und wie gesagt, es ist das allererste Set und da erwartet man ja schon mal viel eigentlich als Käufer. Wenn wir uns die Verpackung hier noch anschauen, hier sehen wir dann am Ende die Space Station, wie man sie kombinieren kann und eben alle Sets zusammen schon mal als kleinen Überblick. Bei diesem ersten Set, wir können es uns natürlich auch mal anschauen, da nehme ich mal jetzt hier diese wunderschönen Sets erstmal zur Seite. Bei diesem ersten Set habe ich mal keine Aufkleber angebracht. Die meisten Sets aus dieser Reihe haben, ich weiß nicht, ob man es Problem nennen kann. Ich finde, es ist schon ein Problem, je nachdem, wie man es sieht, ob man es als Spielset oder Ausstellungsset sieht, so wie sie aber konzipiert sind und wie sie auch dann auf diesem Standfuß hier stehen, sind es eher Ausstellungssets. Da sind die Aufkleber einfach mir ein lästiges Thema, da haben wir schon oft genug drüber geredet. Ich finde es nicht gut, andere finden es gut. Ende der Diskussion, wir brauchen da nicht drüber reden. Es ist hier meine Meinung, es ist ja auch meine persönliche subjektive Review. Ich finde, ohne Aufkleber macht es dann halt nicht mehr sehr viel her. Wenn wir uns nochmal vergleichen, hier mit Z4, so sehen die Solarpanels aus mit Aufkleber und so sieht es halt ohne aus. Und da muss man sagen, da fehlt dann schon wirklich was ohne Sticker. Das Thema Sticker haben wir dann an dieser Stelle mit dieser relativ ausführlichen Erklärung erstmal abgehakt. Ich werde dann natürlich bei den anderen Sets nochmal kurz drauf eingehen, aber so ausführlich wird es nicht mehr. Keine Angst. Wenn ich auf den Bau hier eingehe, sage ich, ist relativ kurz, gibt nicht viel zu sagen. Er war ohne Probleme. Man sollte nur immer hier auf dieser Mitte achten, weil man baut das hier einzeln, also diese Ringe. Dann kommen eben hier diese Verbindungsstücke ran und dann kommt hier der zweite Ring drauf. Das ist dann erstmal relativ stabil. Wenn man aber jetzt hier entweder die Spitze oder hier hinten das nochmal drauf drückt, kann es passieren, dass man so viel Druck ausübt, dass dann hier diese Verbindungsteile aus dem Ring wieder rausspringen und dann muss man das gesamte Set wieder auseinandernehmen, weil man den Ring dann nicht mehr vollständig kriegt. Und das fällt dann auch auf, wenn da einer rausgesprungen ist und dann wird es auch instabil und das würde ich alles, also man muss es auf jeden Fall dann nochmal auseinandernehmen, muss es richtig machen, weil anders wird man dann auch nicht mehr froh. Das ist nochmal ein bisschen Ärger, den man sich ersparen kann, wenn man einfach von Anfang an darauf achtet, dass man eben diese Verbindungsteile hier nicht nochmal rausdrückt. Das ist gut machbar, es ist kein Riesenproblem. Mir ist es halt beim ersten Mal passiert, weil ich gedacht habe, hier pressen, 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 damit es hält. Nee, ich empfehle es euch, achtet da ein bisschen drauf. Für Space-Fans sieht's ohne die Sticker, natürlich habe ich ja schon gesagt, nicht so cool aus durch diese Solarpanel-Optik, die fehlt. Aber für einen Space-Fan ist es dann mit Sticker wirklich ordentlich, sieht gut aus. Und da gibt es auf jeden Fall einen Daumen hoch. Wenn wir nochmal über die Solarpanels reden, kann ich sagen, die halten sehr gut, die kann man schön einstellen, stufenlos verstellbar, wie man das möchte, ist auch ein großer Pluspunkt, weil da gab es auch schon oft genug Probleme, dass dann eben hier solche Kugelgelenke dann zu lasch waren oder doch zu fest, die sind wirklich in einer tollen Stärke. Probleme mit dem Set gibt es aber natürlich auch. Ihr habt schon gesehen, ich habe das hier beim Hinstellen immer so ganz festhalten müssen, weil das steht sehr wackelig. Also wirklich, ja, das muss man wirklich austarieren davor, sonst fliegt es um.
Ah, jetzt geht's. Okay, es steht auf jeden Fall sehr wackelig. Das hat halt ein sehr großes Übergewicht hier nach vorn. Ist ja auch völlig logisch, wenn hier hinten quasi der Halter dafür steht. Den muss man aber auch dorthin stellen, weil da ist dann wichtig, wo dieser Halter reingesteckt ist. Wenn man ihn hier vorne reinsteckt, fällt es nach hinten um. Und wenn man ihn nicht hier hinten einsteckt und irgendwo anders befestigt, mit was weiß ich für Methoden, ich hatte ja gar nichts von Leimen oder so, aber das wäre rein theoretisch an der einen oder anderen Stelle möglich, es dort festzuleimen. Aber das funktioniert dann auch nicht, wenn man es mit den anderen Sets zusammenstellt. Und wie gesagt, für mich gehört Leim in der Klemmbausteinwelt auf jeden Fall nicht eingesetzt. Und wenn man gezwungen ist, es einzusetzen, dann ist es auf jeden Fall ein großer negativer Punkt bei einem Set. Ja, sonst sind die Solarpanels eigentlich ordentlich entgratet und ähnliches. Wir haben ein paar Angusspunkte, ja, kennen wir auch von Kobi, ne? Und die Solarpanels haben einen relativ großen Farbverlauf. Also das ist nicht ein wirklich gleichmäßiges Gold. Das ist mal dunkler, mal heller. Dann hast du hier ein bisschen Struktur drin. Weiß ich nicht, ob es so geplant war. Ist jetzt nicht allzu schlimm, weil im Endeffekt wird es ja dann mit den Solarpanel-Stickern überklebt. Was ich ja, wie gesagt, jedem raten würde. Ich bin kein Fan von Sticker, aber hier sieht es halt ohne nicht so gut aus. Und das ist natürlich nochmal ein kleiner Fehler, dass dann diese Panels eigentlich von der Farbtreue nicht das Beste sind. Alles in allem ist das aber ein gutes Einzelset und ich kann euch das auch für euch alleine empfehlen, ohne dass ihr die restlichen 7 Sets kauft. Kommen wir jetzt auf jeden Fall mal zur 2 und dieses gute Stück kommt zur Seite. Wir werfen nur mal wieder einen ganz, ganz kurzen Blick über das Set und über die Verpackung an und für sich. Da sehen wir, da hast du hier diese Space Station. Ja, wie gesagt, es ist genau wie bei dem anderen. Das ist jetzt die Setnummer M38B0731B. Ist logisch, wir gehen dann halt von A, B, C, D, E, das ganze Alphabet durch. Auf jeden Fall. Nochmal hier, kurz von der Seite, wirklich ganz, ganz kurz, gehe ich jetzt nicht so drauf ein. Und da haben wir auch schon das gute Stück. Und hier muss ich sagen, gefällt es mir vom Design als Einzelset nicht so gut. Was aber hier der Funktion später im Zusammenhang in diesen 8 Sets, also diesen 8x1 Sets, eben gerecht wird. Weil hier hinten wird dann was angedockt, hier an den Seiten wird was angedockt. Es sieht halt dadurch sehr unfertig aus. Rein theoretisch, wenn man dieses Set einzeln kauft, kann man das aber auch ändern, nimmt hier die Pins raus oder steckt das hier weiter rein, dann sieht es auch besser aus und dann ist auch die Optik von dem Set an und für sich sehr gut. Das Set steht stabil, kann man mal hier machen, was man möchte, das hält. Das hier ist drehbar, da kommen wir noch dazu. Also, das ist jetzt kein Fehler. Es ist ordentlich stabil und hier steht der Fuß halt auch mittig und das merkt man. Man hat an dem Set quasi Funktionen, ich weiß jetzt nicht, wird man nicht nutzen im Normalfall, man stellt sich ja eh hin. Aber das hier ist einmal drehbar gelagert, kann man sich quasi drehen, wie man will. Hier seht ihr auch gleich mal die Unterseite. Und auch dieses hier ist drehbar gelagert, kann man sich ebenfalls drehen, wie man möchte. Sind dann für sich die Funktionen daran, ist eigentlich eine nette Spielerei, weil man es natürlich dadurch nochmal richtig cool einstellen kann. Wenn man dann eine bestimmte Flugposition davon nachstellen will, dann ist das natürlich sehr schön, weil da ist es wirklich sehr, sehr frei einstellbar. Der Bau war hier wirklich in Ordnung. Der einzige Problempunkt war, wir haben ja hier verschiedene Achsen in dem Modell, wo wir eben Sachen draufschieben. Und es ist aus der Anleitung nie so richtig ersichtlich, wie weit schiebst du das. Und wenn du dich da vertust, ein bisschen dich verguckst in der Anleitung und schiebst es falsch drauf, dann ist da nochmal richtig Kraft, um es nochmal auseinanderzuziehen, um das nochmal neu zu bauen. Das kann man schöner lösen. Da kann man in der Anleitung, wenn sie schon die Achslänge dort beschreiben, auch nochmal eine Beschreibung reinmachen, so weit steckst du es drauf und es irgendwie markieren. Ist jetzt kein Riesenproblempunkt, ist aber genauso wie bei diesem ersten Set hier mit den Verbindungen, dass man da sagen muss, gut, das muss man davor wissen, weil das kann einen den Bau ein bisschen vermiesen. Gerade wenn man alle 8 Sets nacheinander baut und eben jetzt nicht nur ein so ein Einzelset, was ja eine Sache von ein paar Minuten ist, dann nervt einen das, wenn sich das in manchen Sets häuft. Aber gut, wir sind ja jetzt bei Set 2. Es kommt in den nächsten Sets nicht mehr so viel von solchen Fehlern. Da kann ich euch schon mal beruhigen. Außer die Solarpanels haben wir hier keine Angusspunkte und die Teilequalität ist sehr gut. Hier fluktuiert die Teilequalität genauso wie bei den Solarpanels, die ich euch vorhin gezeigt habe. Es wird mit Stickern überdeckt, ja, alles schön und gut, aber trotzdem, es ist eben eine schlechte Steinequalität in dem Sinne bei diesen goldenen Teilen und die kann man halt dann auch für nichts anderes verwenden. Wem das Set designtechnisch gefällt, ist es ein super Einzelset, auf jeden Fall stabiles Produkt für 5 Euro.
kann man sich kaufen und daran hat man seinen Spaß. Es wird keine großen negativen Überraschungen damit geben. Jetzt kommen wir mal zu dem Set, was ich als Einzelset wahrscheinlich als Kind am meisten gemocht hätte. Und zwar haben wir hier das Space Shuttle. Wir machen das wieder genauso. Ich zeige euch hier jetzt nicht 100.000 Sachen von der Verpackung. Es ist hier die Setnummer. Es ist diesmal einfach ein C dahinter. 62 Teile und so weiter und so fort. Schieben wir jetzt auch wieder hinter. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Und hier haben wir auch das gute Stück. Und ich muss sagen, von oben sieht es jetzt nicht so spektakulär aus, aber so wie es hier oben aussieht, würde es ohne Sticker aussehen. Da sind wir wieder bei dem Punkt, alles was ihr hier seht, sind Sticker. Ist natürlich für diesen Setpreis auch völlig in Ordnung. Sieht mit den Stickern dann gut aus, muss ich wirklich sagen. Und macht was her. Wenn man sich das jetzt so anschaut, ist das sehr stabil, es steht gut. Und wie gesagt, als Kind hätte ich die Space Shuttle wahrscheinlich lieber gehabt als die anderen Sets. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber als Kind konnte ich mit einem Space Shuttle mehr anfangen als mit einem Teleskop oder ähnlichem. Wir haben hier wieder ein paar Angusspunkte, ist jetzt aber alles nicht das Dramatischste. Das ist besonders bei den Fliesen zu sehen, dass wir da mal einen kleinen Angusspunkt haben. Es ist Luban, das müssen wir immer dazu sagen. Die Teilequalität vom Halten ist gut, das Baugefühl ist gut und wenn dann mal ein kleiner Angusspunkt dran ist, dann überlebt man das. Es ist nicht so schlecht, wie es Luban teilweise schon Steine hatte. Da müssen wir alle nicht drüber reden, zum Beispiel über den Schulbus. Das war ja eine Katastrophe. Das haben wir hier nicht. Das lässt sich gut bauen. Es sieht ordentlich aus und wir haben eben ein paar Ausreißer nach unten in der Teilequalität. Aber alles in allem ist das wirklich okay. Das einzige negative Teil von der Teilequalität ist hier bei der Einstiegsluke zu finden. Und zwar ist das hier diese schwarze Platte und die ist halt sehr farbabweichend. Also das sieht man jetzt durch das Licht nicht so besonders gut, aber in echt sieht das wirklich nicht schön aus, das könnt ihr mir glauben. Alles in allem ist es aber trotzdem ein sehr, sehr gutes Set für 6 Euro, was ich auch ohne diesen 8 Sets in einem Rahmen euch empfehlen würde. Und da haben wir es für dieses Video doch schon fast geschafft. Und zwar kommen wir jetzt zum vierten Set. Und das vierte Set ist die Cargo Spaceship, also quasi das Versorgungsschiff. Das ist also das Schiff, was die Menschen zur Raumstation bringt, was Vorräte bringt, ohne dass es wahrscheinlich die Raumstation nicht so gut hätte. Und wenn ich dann sage, dass es sehr wichtig ist, kommt es vielleicht ein bisschen zu kurz, aber das ist halt wieder Designfunktionen geschuldet. Reden wir erstmal hier darüber. Set Nummer D am Ende, wir haben die 61 Teile bei diesem Set, ist damit eines der kleinsten Sets aus dieser 8-in-1 Baureihe. Und wenn wir uns das jetzt hier anschauen, ist es designtechnisch nicht der Knüller, sag ich ganz ehrlich. Das richte ich mal noch hier, ja. Nicht, dass mir vorgeworfen wird, nur so sieht schlecht aus. Es ist designtechnisch nicht der Knüller und damit meine ich nicht, dass ich zu doof bin, um dieses Solarpanel hier gerade zu bekleben. Es sehe auch ohne nicht wirklich gut aus. Ist aber, wie gesagt, der Funktion geschuldet, weil die Funktion von so einem Schiff und auch die echte Vorlage von diesem Schiff sieht halt so aus. Da sind keine großen Details dran, aber als Einzelset ist es designtechnisch dann halt nichts wirklich. Der Bau geht hier ohne Probleme, es steht stabil, Fuß ist in der Mitte, alles gut, kann man mal antippen, hält auf jeden Fall. Die Farbtreue ist, naja, wie soll ich das sagen, absolut nicht gut. Wir hatten ja schon beim Space Shuttle die Abweichungen beim schwarzen Teil. Und jetzt schauen wir uns hier mal die Teile an. Das geht von der Farbtreue halt wirklich gar nicht. Und das ist sehr schade, wenn wir auch noch dieses Schiff haben, was ja designtechnisch schon seine Probleme hat, weil es halt sehr eingeschränkt ist vom realen Vorbild. Und dann ist da die Teilequalität von der Farbtreue so schlecht. Sehr, sehr, sehr schade. Ich glaube, bei den schwarzen und grauen Teilen hat halt Luban wirklich eine Schwäche, wo sie nochmal dran arbeiten müssen, damit sowas nicht mehr passiert. Als Einzelset würde ich ehrlich gesagt nur Hardcore-Fans empfehlen, die jetzt denken, darauf kann ich auf keinen Fall verzichten. Aber die kaufen ja im Endeffekt eh alle Sets und dann ist es kein Einzelset mehr. Deshalb, ich empfehle es euch nicht als Einzelset. Es gibt deutlich bessere auch aus dieser Reihe. Aber deshalb ist es nicht unbedingt schlecht, weil es ja dann in diesem Setverbund auch wieder eine gute Aufgabe erfüllen kann. Und es kostet auch nur ca. 6 Euro, ist jetzt nicht der Ruin, der euch da passiert. Und damit sind wir mit diesen 4 Sets an und für sich schon durch. Das nächste Mal reden wir über die Sets 5 bis 8 und machen das Ganze dann auch mal zusammen. Eben in diesem 8-9 Set-Gedanken. Und das ist natürlich nochmal ein bisschen spannender, denke ich, wie dann diese ganzen einzelnen Teile hier am Ende ein großes Set ergeben und wie das dann hält, funktioniert und ob Spaß macht. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann schaltet doch auch am Samstag wieder ein. Dann verpasst ihr es nämlich nicht. Ist ein großer Vorteil. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Krieg der Steine.